Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ihr habt's gesehen, wir haben die letzten Sachen ins Wohnmobil verräumt. Die Klamotten hatten wir schon einen Tag vorher eingeräumt und jetzt starten wir in unseren Urlaub 2022. Und ihr seid dabei. Wo es hingeht, erfahrt ihr noch. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Conny, wo sind wir gelandet? In Brügge, Belgien. Ja, genau. Der erste Step unserer diesjährigen Urlaubsreise führt uns nach Brügge, Belgien. Es war eine ganz schöne Tortur. Wir mussten um Brüssel rum, jede Menge Baustellen, das heißt jede Menge Probleme mit Stau. Wir haben es aber hier gut geschafft. Und das nächste Problem ist hier der Stellplatz. Normalerweise ist die Zufahrt hier und ihr seht Baustelle. Das heißt, momentan geht es hier über die Einfahrt des Busparkplatzes. Man kommt allerdings an die Stelle zum Scannen des Nummernschildes nicht ran. Das heißt, man steht momentan kostenlos. Auch nicht verkehrt. Wir werden uns jetzt die Stadt mal ein wenig ansehen und ihr seid dabei. Wir stehen jetzt hier unmittelbar am Wohnmobilstellplatz und sobald wir hier über diese Brücke gehen, sind wir im Bereich der Altstadt von Brügge. Wir stehen hier vor schöner Fassade. Etwas spartanischer als die heutigen Modelle. An der Burg sind wir hier.
Wenn das die Burg ist. Hinter der Bezeichnung Burg steht das heutige Rathaus von Brügge. Da ist gerade eine Hochzeit, deswegen auch die Käferansammlung, die sind jetzt zum Spalier aufgefahren. Wir sind wieder am Wohnmobil zurück. Brügge hat eine sehr schöne Altstadt. Ja, wundervoll. Sehr weitläufig, man kann sich verlaufen. Ja, es ist furchtbar warm. Das Thermometer zeigt gut über 30 Grad. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir die Temperatur aus unserem Wohnmobil wieder rausbekommen, um wenigstens einigermaßen eine angenehme Nacht hier zu haben. Morgen soll es noch wärmer werden, aber ich würde sagen, morgen verziehen wir uns in Richtung Meer und hoffen dort auf eine frische Brise. Nach einer heißen Nacht in Brügge, die Temperaturen sind nicht wirklich gefallen, führt uns der Weg weiter an die See. Wir fahren die belgische Küste runter Richtung Frankreich, Dünkirchen und Calais lassen wir liegen. Unser Ziel ist eher die Gegend um Boulogne-sur-Mer. Dort finden wir einen schönen Stellplatz in Aiguefin. Ort und Stellplatz liegen auf einer Klippe. Man kann über diese Treppe runter zum Meer und kann sich mal das Meer um die Füße streichen lassen. Allerdings hat uns das Meer an diesem Tag ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war gerade aufkommende Flut und so haben wir den Strand verlassen und haben uns eher einer kleinen Wanderung wieder in Richtung Boulogne-sur-Mer gewidmet. Thank you.
Nach dieser gut 5 Kilometer langen Wanderung wollten wir in dem Ort noch zu Nacht essen. Leider waren alle Restaurants, Lokale geschlossen. Tja, so kann's gehen. Also blieb uns nur die Küche im Wohnmobil übrig. Hat aber auch lecker geschmeckt. Ja, nach einer unruhigen, sprich windigen, stürmischen Nacht haben wir dann diesen Stellplatz wieder verlassen, aber davon erzählen wir euch im nächsten Video. Herzlichen Dank an euch fürs Reinschauen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr kennt es ja, Daumen hoch würde uns sehr freuen oder ein Kommentar. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, wir würden uns sehr über euer Abonnement freuen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.